So, okay. Und damit herzlich willkommen zum neuen Motorvlog auf meinem Kanal. Ich bin gerade unterwegs mit den Boys. Warte mal. Ich bin unterwegs mit Marco und mit Luki da hinten. Und hinter uns ist noch so ein goldener Rollerfahrer. Ja, der hat echt so einen goldenen Reim. Ich weiß nicht, ob es in den Rückspiel gesehen. Aber der gehört nicht zu uns dazu. Ja. Was ich sagen wollte, wohin fahren wir jetzt? Ja, dann fahren wir. Da ist aber schön nachgekommen, Alter. Aber es wird nirgends nachkommen, das passt. So was Fettes in die Fressen kommt. So was Fettes, irgendwas gelb. Ja, das ist so Zerrutz. Da, du fährst aber richtig lieb mit dir, gell? Aber. Ja, was das dann würde ich sagen? Da fuff. Da fuff. Sprachenlernen, Bubble. Ich war sehr dumme Idee. Nein, ich meinte die McDrive nicht zu fahren. McDrive, Alter. Top voll am Raffen. Du hast schon ausgefahren. Eiskalt ignoriert. Und was ist, wenn wir Richtung Klagenfurt fahren, was ich da bei der Straße da und da bei irgendeiner Tankstelle und so dann holen? Das können wir auch machen, weil ich glaube, so lange haltet es ja auch noch durch, oder? Bis nach St. Veit. Bis nach Klagenfurt. Der, Alter. Was denn? Ich hab mir noch Kräfte getankt. Was? Wann hast du getankt? Alter. Wah, Papa! Warte! Fahr mal! Ich hab da noch nie diese scheiß Barmer da gesehen, oder bin ich behindert? Mir ist vollkommen, da sind noch nie an den Barmer gestanden, also so viel halt. Ich muss ein bisschen langsamer fahren, weil sonst kommen die nicht nach. Oder zumindest der Marco, der Luki kommt eh noch. Weil ich bin unterwegs gerade mit Marco, mit Luki. Der Marco hat ein 55 Kubik Moped und der Luki hat ein 500 Kubik, also die XC halt, die ich gestern nochmal gefahren bin, da kann ich ein Video einblenden. Falls ihr es noch nicht auf Insta oder TikTok gesehen habt. Jawohl! Wir sind ein bisschen durchgeknallt. Wir sind ein bisschen verrückt, ja. Aber ich glaube, ich werde die Fahrt um werde jetzt nicht filmen, weil ich glaube, das ein bisschen zu langweilig ist, da mit 60, 70 sowas rumzufahren. Ich glaube, da müssen wir einen Cut machen. Und ja. Also, sehen wir uns dann später wieder. Heide. Liegt hier Stroh. Ma Alter, wird da mal oder was? Fahren wir da zu der Tankstelle was zum Trinken kaufen? Ja. Fix. Ja, jetzt sind wir laun. Wow. Und das aus dem Stand! Das ist halt aus dem Stand. Es ist einfach Schießerei, Alter!
Oh fuck no! Meine Maschine steht hier da. Die wird mir wohl keiner fladern. Da. Weiß nicht, ob ihr es erkennt. Weiß nicht, ob ihr, vielleicht seht ihr das auf der GoPro. Ich hoffe mal schon. Das Auto, falls die Leute die Beamer Boys kennen, das Auto ist von einem von den Beamer Boys. Vielleicht zeigen sie das Video. Ich weiß es nicht. Aber wenn es einer von denen sieht, wäre geil. Aber ich denke ja weniger. Aber sonst muss ich eigentlich schreiben, wer wenig das Auto gehört, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, der gehört zu diesen Beamer Boys, zu dieser Gruppe dazu. Ich habe einen Sticker bei mir beim Auto hinten oben. Nicht einen Beamer Boys Sticker, weil ich fahre ja keinen BMW. Aber diesen If You See The Police Warner Brother. Den Sticker habe ich schon und ja, weiter geht's. Jawohl! Jetzt machen wir das sehr gefährlich, da haben wir dir das gute Werkzeug. So, und wie? Da werde ich jetzt so abschießen. Nein, ich nicht, hat mich gewundert. Ja, stehen sie ja, Alter! Alter, nein, ist ja laut genug, du musst gleich Wheelies lernen. Digga, da hat's einen hergewart. Oh weh. Au weh. Wie ist denn das gerade passiert, Alter? Oh nein! Fahrt. Ja, ich muss schnell weg da. Wie hat's denn gerade bitte aufs Maul gelegt? Ja, aber wie kann. Also. Ja, okay. Warum muss das auch jetzt passieren? Ja schon, aber. Ja, dann wird er wahrscheinlich schnell gefahren. Also was ist so in die Kurven schnell. Oder so irgendwas. Original. Jetzt kannst du nicht mal vorbeifahren wegen die Bullen. Boah. Jawohl, jetzt wird sich das eine Schlange bilden. Hat der sich was gebrochen oder was? Was willst du machen? Jetzt sagen, hab ich dere oder was? Hab ich dere, geh mal vor halbe. So, bäm, steh auf, ist ja nicht. Wir hätten es eigentlich nichts. Aber ist ja die Frage, der wird wahrscheinlich bergab gefahren sein, oder? Ja, sicher. Weil bergauf glaube ich nicht, dass ein Leck. Also, man kann schon passieren, aber dann hätte er glaube ich nicht so weh. Au, weh. Ich sehe eigentlich gar nichts. Vorne. Erst einmal Knierschleifer. Mit der Vespa probiert. Hat nicht so ganz geklappt. Das Ding ist halt, ich kann jetzt nicht einmal mehr auffahren, aber wenn ich jetzt auffahre, der ist so laut. Ja, da wird sicher Rettung kommen jetzt. Aber das scheint zwar nicht so, als hätte sich was gebrochen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas. Oder vielleicht Schulter oder sowas, das kann aber auch sein. Ohne Witz, du kennst dich eigentlich, wenn du da einen Unfall baust. Und da kommt mir so eine gute Alte. Kennst du dir voll gut die Nummer klären? Na, wenn du der bist, der am Boden liegt, war die, du Idiot. Das ist aber wirklich original, Mann. Oh mein Gott, ja. Alter. Aber er ist ansprechbar anscheinend. Ah, was rinnt denn bei dem da? Gut. Kommt der nächste, wird der umdrehen. Boah, das ist aber richtig ehrenlos. Ich meine, ich kann nicht sagen, wir müssen da stehen, aber ich schaue ungern zu. Wir können da nicht echt vorbei, weil wir sind Moped. Ich glaube, ich schließe mich echt an, weil der fällt sicher mir nach. Aber weißt du, was passiert ist? Nein. Er ist mit seiner Vespa nach, hat einer Kurve voll Gas gegeben, also fährt drüber auf. Der ist auf überhaupt geflogen. Herr Original, den hat es irgendwie aufgehaut. Hä? In der Kurve voll. Aber dann wird das sicher ein stärkeres, einmal 50 Kubik, wenn er da Vollgas gibt, passiert ja normalerweise nicht viel. Ja, hat er gerade, er hat gerade gewartet, der ist wahrscheinlich wegen ihm ist er wahrscheinlich der Bulle aufgefahren. Ja, hat er gesagt gerade. Er sagt so, wegen ihm wird er aufgefahren sein, weil er wahrscheinlich viel schneller war. Oh, Marie, jetzt kommt der Bus auch noch. Jetzt steht die eine quer. Alter, was kommt denn jetzt? Wir haben jetzt abgeführt, oder was? Tun wir die doch schon weg. Jetzt müssen wir einfach am Fußgängerweg, müssen einfach schirmen, die Maschinen. Warte mal, da kommt jetzt noch eine Polizei, weil sonst nirgendwo Action ist. Kommt gleich noch ein Bus. Partybus. Aber ich wuche da jetzt voll ab, ist mir scheißegal. Also, ob da an Kurven da hinten, was da. Ja, aber wie, Alter, wie, ich kann mich nicht erklären, wie das denn da hergewuchtet hat. In der Kurven hat er Gas gegeben und dann ist er geradeaus auf. Hä? Also, ich muss dir ehrlich sagen, das kann ich mir richtig witzig vorstellen beim Zuschauen. Weil dann warst du wirklich ein Dulli, hat er keine Ahnung gehabt. Original. Na, ganz traue ich mich noch nicht. So, ich werde jetzt schön rollen. Das habe ich ja gerade gemeint. Hoppala.
nur kurz was sagen. Am Ende hat das meine Stimme nicht mehr aufgenommen, also das hat nur mehr so gerauscht. Ich wollte nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Abo, Like, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Heide, Allah. Ciao.